Ja, nachdem wir uns mit ein wenig Gerinnehydraulik beschäftigt haben und auf der anderen Seite auch die Grundgesetze des Sedimenttransportes, also wesentlichen der Schielsspannung, wann beginnt sich Sediment an der Sohle zu bewegen, möchte ich Ihnen heute in der heutigen Vorlesung zunächst erst einmal die Notwendigkeit von Sohlstabilisierungen erklären. Oder andersrum, wann muss ich wasserbaulich eine Sohle stabilisieren, so dass sie sich nicht bewegen soll? Oder warum möchte ich eigentlich verhindern, dass sich eine Sedimentsohle letztendlich in Bewegung versetzt? In den weiteren Vorlesungen werden wir dann verschiedene Sohlstabilisierungsmaßnahmen kennenlernen und die dann auch entsprechend mit unseren Tools, die wir zur Verfügung haben, dimensionieren. Gut, zunächst also erstmal zur Notwendigkeit von Sohlstabilisierung. Der erste und heutzutage wichtigste Grund ist vor allen Dingen die Vermeidung von Stauraumverlandung. Das ist ein Beispiel einer Staustufe am Lech hier in Bayern, Feldheim, Staustufe Wasserkraftanlage Feldheim. Die Wasserkraftanlage sehen Sie hier. Das habe ich irgendwann mal im Winter aufgenommen, wie man sieht. Ja, und hier sehen Sie den Stauraum. Das ist der Stauraum oder beziehungsweise genauer gesagt, das war einmal der Stauraum. Der Stauraum hat sich vollständig verlandet. Man hat so lange in diesem Stauraum nichts getan, dass hier sogar auf den Verlandungen Bäume gewachsen sind. Und dementsprechend ist dieser Stauraum so erstmal nicht einmal nicht mehr funktionstüchtig. Natürlich reicht es für die Wasserkraftanlage aus, wenn es nur bis oben etwas gefüllt ist. Aber wenn ich eben auch ein bisschen Reserve haben möchte bei trockenen Zeiten, dann habe ich hier in diesem Stauraum letztendlich keine Reserve mehr. Sie sehen es auch hier, das ist der Damm der Staustufe, auch bis quasi Oberkante Unterlippe mit Sedimenten gefüllt. Diese Staustufe ist erstmal so nur noch wenig funktionstüchtig. Wo kommt das Material her? Aus dem Lech kommt es irgendwann aus den Alpen, aus dem Allgäu. Und dort hat es entsprechende Erosionen gegeben oder in den Alpen gibt es oder in den Bergen gibt es natürlich grundsätzlich Erosionen. Diese Erosionen werden über die Flüsse transportiert und landen dann dementsprechend irgendwann in den Staustufen, es sei denn, wir verhindern das sehr frühzeitig. Ja, und das ist genau der Grund, weswegen wir in den Flüssen und in den einzelnen Bergflüssen Erosion oder ein wichtiger Grund, warum wir in den Flüssen, in den Bergflüssen vor allen Dingen Erosionsschutz betreiben, nämlich um Staustufen, die im Unterlauf sind oder die auch in den Gebirgen sind, vor Erosion zu schützen. Weil wenn Sie vor allen Dingen zum Beispiel an eine Talsperre denken, das ist ja hier eine Flussstaustufe. In einer Flussstaustufe kann ich immer noch einen Spülstoß ansetzen, der wird das hier nicht mehr wegräumen können. Aber in einer Talsperre habe ich noch weniger Möglichkeiten. Da kann ich auch Spülstöße machen, aber da sind die Möglichkeiten der Stauraumentleerung noch begrenzter. Also muss ich Erosionsschutz betreiben. Eine weitere Möglichkeit am Flüssen im Flachland beispielsweise wären Eintiefungen durch Erosion. Wir haben also irgendeine Erosionsstrecke, wie ich das hier beispielsweise an einem Nebenarm der Weser oder wo man das an einem Nebenarm der Weser hat. Hier sind wir also im besten Flachland in der Nähe von Bremen. Da ist kein Gebirge, aber da kann ich eben Eintiefungen haben und diese Eintiefungen sind deswegen zum Beispiel unerwünscht, weil sich dann der Grundwasserspiegel, der ja mit dem Flusswasserspiegel korreliert, absenkt. Und wenn der Abstand zur Bodenoberkante zu klein wird, dann wird eben die Landschaft da entsprechend trocken. Flüsse, die entsprechend tief einerodieren, die lassen dem oder die führen auch den Grundwasserstand mit sich herunter und dementsprechend ist die Gegend trocken. Klassisches Beispiel ist der Grand Canyon. Der Grand Canyon mit, weiß ich nicht, wie viel 100 Meter oder fast 1000 Meter, wir sind mal mit einer Exkursion runtergewandert, der eben da 800, 900 Meter in die Tiefe geht. Da ist natürlich klar, dass da drüber nur Wüste sein kann, weil der Grundwasserspiegel kann sich da auf keinem Bereich da dementsprechend halten. Deswegen kann ich nicht erwarten, dass der Grand Canyon in einem Urwald oder ähnliches ist, es sei denn, es regnet, es würde dort so viel regnen, dass das dann ständig durch Niederschläge befeucht wird. Ja, das wäre also die zweite Möglichkeit. Ich möchte also eine Absenkung des Grundwassers
in einem entsprechenden Bereich verhindern. Die dritte Möglichkeit ist, wenn sich unser Flusswasserstand senkt oder beziehungsweise wenn sich unsere Flusssohle durch Erosion senkt, durch ungewollte Erosion, das ist jetzt aber weniger wichtig und kommt auch weniger wichtig vor, dann ist natürlich die Standsicherheit von Uferbauwerken, wie hier diese Spundwand hier an diesem Beispiel gefährdet, weil natürlich, Sie wissen das aus dem entsprechenden Grundbauvorlesung, dass die Spundwand eben von beiden Seiten oder beziehungsweise auch vom Flusswasser stabil gehalten wird. Auf der einen Seite ist der Bodendruck, der lastet auf dieser Spundwand, auf der anderen Seite wird das eben teilweise abgefangen, auch durch den Wasserstand im Fluss. Und wenn der oder beziehungsweise sich die ganze Sohle absenkt, dann sind Standuferbauwerke unter Umständen in ihrer Standsicherheit gefährdet. Ja, was benötigen wir letztendlich, um erstmal abzuschätzen, ob wir eine Sohlstabilisierung notwendig haben? Wir benötigen zunächst erstmal die tatsächlichen Sohlschubspannungen. Die können wir uns, wie wir in den entsprechenden Vorlesungen gehabt haben, durch die Schleppspannungsbeziehung berechnen. O mal G mal Wassertiefe mal Sohlneigung. Wir können sie aus der Nicuratze-Formel berechnen oder wir können sie aus der Auswertung, das steht hier nicht, aus der Auswertung des Geschwindigkeitsprofils und das Heranfitten einer logarithmischen Verteilung bestimmen. Dann bekommen wir U Stern, die Sohlschub- oder die Schubspannungsgeschwindigkeit und können uns über Rho U Stern Quadrat letztendlich ebenfalls die Sohlschubspannung berechnen. Wenn wir Schleppspannung gleich Nicuratze-Beziehung gleichsetzen, dann bekommen wir eine Möglichkeit, den Normalabfluss zu berechnen. Damit hätten wir auch die Wassertiefe als Normalabfluss gegeben. Ja, und nun komme ich dazu, wie bemessen wir denn eine Sohlsicherung? Wie bemessen wir eine Sohlsicherung? Wenn wir denn Erosion haben, dann wollen wir natürlich in irgendeiner Form eine Sohlsicherung bemessen, wie es hier auf dem Beispiel zu sehen ist, wozu wir allerdings in einer weiteren Vorlesung kommen. Was brauchen wir? Wir betrachten einen Sohlabschnitt der Länge x, Delta x, habe ich es genannt, Delta x. Wir haben einen spezifischen Bemessungsabfluss, also dass beispielsweise ein Hochwasser oder ein Normalabfluss, ein Mittelwasser, was auch immer, Sie bekommen also irgendeine Aufgabe auf einen gegebenen Bemessungsabfluss, diese Sohlsicherung zu dimensionieren. Also im Idealfall ist das dann irgendein Hochwasser. Sie haben ein derzeitiges Sohlgefälle. Und für dieses derzeitige Sohlgefälle ist das vorhandene Sohlmaterial bezüglich des Korndurchmessers instabil. Wenn Sie das in der Praxis weiß man das natürlich, dass die Sohle sich eintieft. Das sollte Ihnen Ihre Rechnung hier auch ergeben. Sie berechnen sich also über irgendeine Art und Weise die Sohlschubspannung, vergleichen das mit der Schielspannung und sollten, wenn denn in der Natur da derzeitig Erosion ist, dann herausbekommen, dass die Sohlschubspannung dauerhaft oder hinreichend lange größer ist als die Schielspannung und es wird Material abtransportiert. Ja, also in einer Stabilitätsanalyse würden Sie in einem ersten Schritt die Sohlschubspannung berechnen, beispielsweise nach der Nicuratze-Formel, wie sie hier steht, wie sie hier nochmal aufgetragen ist. Hier geben Sie entweder die Normalwassertiefe ein oder eine Wassertiefe, die Sie mit einem Saint-Venant-Programm besser berechnet haben, weil Normalwassertiefe muss nicht immer unbedingt vorhanden sein. Und vergleichen das mit der kritischen Schubspannung, hier der Shields-Parameter, Sedimentdichte minus Rho mal G mal D. Sie müssen also auch eine Sedimentprobe da entnehmen und die entsprechend auf Dichte und mittleren Korndurchmesser analysieren. Ja, im zweiten Schritt dieser Analyse bestimmen Sie sich das zulässige Gefälle. Welches Gefälle verträgt denn mein Bereich, wenn denn dieses Sediment da ist gerade noch? Das heißt, Sie haben hier so etwas aus der Schleppspannungsbeziehung, haben Sie ja hier so etwas wie die kritische mit der Schleppspannungsbeziehung können Sie sich ja das maximal zulässige Gefälle bestimmen. Das heißt, wenn die Schleppspannung gerade die Shields-Spannung ist, dann würde ja nichts bewegt werden. Wenn also die Schleppspannung gerade die Shields-Spannung ist, dann würde nichts bewegt werden. Ich setze also in der Schleppspannungsbeziehung die Schleppspannung gleich der Shields-Spannung und kann mir hieraus das zulässige Gefälle für mein Sohlmaterial bestimmen. Hier steht die Normalwassertiefe oder hier stünde eine Wassertiefe drin, was im einfachsten Fall die Normalwassertiefe ist. Die hängt jetzt natürlich vom Gefälle ab, das heißt, ich muss hier iterieren.
Hier steht die Normalwassertiefe drin. Ich muss die Normalwassertiefe iterieren aus dem zulässigen Gefälle. Das heißt, ich habe hier zwei Beziehungen, die ich iterativ in irgendeiner Form lösen muss. Denn die Normalwassertiefe hängt ja vom Gefälle ab. Ja, wenn ich das gemacht habe, und das habe ich einmal mal gemacht, dann bekommt man eine entsprechende Auftragung hier. Eine entsprechende Auftragung hier für Korndurchmesser von 1 mm ergibt sich diese Kurve. Der spezifische Abfluss dargestellt über das zulässige Gefälle. Wenn ich einen Korndurchmesser von 1 mm habe, dann habe ich diese maximal möglichen Neigungen. Also mit zunehmendem Abfluss nimmt natürlich das zulässige Gefälle ab, weil das wird dann immer, die Geschwindigkeit wird dann immer kleiner. Wenn mein Korndurchmesser größer wird, also bei 1 cm und hier für 5 cm, dann nimmt auch das mögliche zulässige Gefälle zu. Wenn ich das also gehabt habe, dann weiß ich, ich habe derzeitig ein sehr starkes Gefälle. Ich darf aber maximal nur ein wesentlich kleineres Gefälle haben. Ja, und da muss ich eben überlegen, ob ich in entsprechenden Baumaßnahmen dann dieses Gefälle reduziere. Ja, diese Art und Weise, das zu berechnen, ist natürlich nicht sonderlich genau, weil ich habe hier die Normalwassertiefe stehen. Und das betone ich immer wieder, die Normalwassertiefe kommt im Normalfall in einem Fluss vor. Wenn ich aber stromab irgendwelche oder wenn ich irgendwelche Störungen habe, eine Flussbrücke, ein anderes Material, dann wissen Sie aus den verschiedenen Vorlesungen zu den Saint-Venant-Gleichungen, dann transportieren sich diese Störungen, eine Engstelle, transportieren sich diese Störungen auch stromab und ich habe in großen Bereichen keine Normalwassertiefe mehr. Im Idealfall nehmen Sie also tatsächlich Ihr Saint-Venant-Programm und machen das Gleiche mit dem Saint-Venant-Programm. Dafür habe ich Ihnen hier ein neues Diagramm, möchte ich Ihnen hier vorstellen, was wir dann später in unserem Saint-Venant-Programm aufrufen. Das ist das sogenannte Sol-Stabilitätsdiagramm, eine Funktion, in den Sie eingeben oder die Sie aufrufen mit den Punkten Ihres, mit den X-Punkten Ihres Gerinnes, was Sie im Saint-Venant-Programm berechnen, dann die dazugehörige Wassertiefe, den Korndurchmesser an den verschiedenen Stellen und den spezifischen Abfluss. Wenn ich das in dieses Programm eingebe, dann berechnet er erstmal mit Kappa gleich 0,41 ein KS, dreimal dieser Korndurchmesser, das können Sie hier natürlich auch ändern auf D90 oder was Sie gerne haben würden. Dann berechne ich hier an der Stelle nach Nicuratze die Sol-Schubspannung an jedem Punkt und dann berechne ich die Shields-Spannung. Die Shields-Spannung an jedem Punkt, dafür brauchen Sie ein Programm, was Ihnen die Shields-Spannung als Funktion des Korndurchmessers gibt. Ja, und dann plotte ich die Sol-Schubspannung in meinem Gewässer gegen die kritische Schubspannung und kann dann überall vergleichen, wo ist die Sol-Schubspannung größer als die kritische Schubspannung und da wird das dann dementsprechend instabil. Ein einziges Beispiel möchte ich Ihnen mal zeigen, wie sieht so ein Sol-Stabilitätsprogramm aus. Ich habe das hier einfach mal, egal was hier aufgetragen ist, in Rot habe ich in diesem Diagramm, Sie sehen das hier, das im RGB-Modell, die kritische Schubspannung rot, grün, blau, also rot gezeichnet ist und schwarz ist die Schubspannung, die Sol-Schubspannung. So, das heißt, wir haben hier ein gleiches Kornmaterial über 200 Meter Flusslänge. Das hat eine kritische Schubspannung von irgendwas von 8,5 oder was auch immer Newton pro Quadratmeter. Das ist also konstant über die ganze Länge. Und wenn wir jetzt unterschiedliche Kornbelegungen haben, dann können Sie das natürlich in unser Programm entsprechend berücksichtigen und dann würden Sie hier auch eine Änderung dieses Wertes haben. Ja, ja und die Sol-Schubspannung danach berechnet, sieht in diesem Beispiel folgendermaßen an. Sie ist erstmal in diesem Bereich stabil, sie steigt aber fortwährend an, was auch immer da passiert, das werden wir noch sehen, was hier passiert. Und an dieser Stelle, also etwa bei 80 Meter, überschreitet die Sol-Schubspannung, die kritische Schubspannung. Das heißt, in diesem Bereich hier hätten wir einen ganz starken Transport. In diesem Bereich hätten wir einen ganz starken Transport und hier fällt sie dramatisch schnell ab und fällt wieder unterhalb der kritischen Schubspannung und da wäre die Sohle stabil. In diesem Bereich würde also fortwährend erodiert werden, weil von oben kommt nichts Neues hinzu. Und diese Situation oder wenn wir so eine Situation haben, da müssten wir in diesem Bereich eine künstliche Sol-Stabilisierung durchführen.